Mahlzeit, Freunde, und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Red Dead Online. Und wie ihr seht, sind wir jetzt endlich beim Schneider gewesen und haben uns ein paar vernünftige Sachen besorgt. Und jetzt werden wir mal zum Gemischtwarenhändler uns aufmachen und werden mal gucken, dass wir da so ein bisschen was einkaufen, ein paar Vorräte und alles. Wir brauchen auch noch was fürs Pferd. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal gucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Städte sind unglaublich cool gemacht. Es ist wirklich, das ist echt so krass, dass es eben halt diese Stellen gibt, wo alles noch wirklich wilder Westen ist und ein paar Minuten später ist man dann eben halt wie hier jetzt gerade in einer gerade wachsenden Stadt, wo Elektrizität da ist, wo Firmen sind, große Schornsteine, Schlote, wo wirklich der ganze Dunst rauskommt. Das ist wirklich unglaublich toll gemacht. Das ist, es gibt Straßen, da sind wirklich noch normale Lampen, so wie vom Frühjahr eben halt mit Öllampen oder sonst irgendwas. Ein paar Straßen weiter kommt man dann plötzlich, da ist dann richtiger Strom. Es ist unglaublich gut gemacht. Es ist echt toll. Es ist unglaublich toll gemacht. Also es ist wirklich Wahnsinn. Man reitet auch unglaublich gerne ganz langsam durch die Stadt, weil man dann wirklich das ganze Treiben sich angucken kann. Die Leute, die überall rumlaufen, die Musik, die im Hintergrund läuft, das ist... Es ist echt Wahnsinn. Ja, immer, Mahlzeit. Es ist echt so cool gemacht. So, hier müssen wir, glaube ich, dann schon rein. Ah, da ist auch ein Saloon. Da werden wir nachher auch mal rein. Kann man auch Poker spielen zum Beispiel. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Das sind natürlich auch noch so die Sachen, wo ich mich dann jetzt zum Beispiel noch frage. Ich bin ja nun mal halt, ich bin so ein 5M-Kind. Man kennt das ja. Ich spiele das ja unglaublich gerne auf den Servern. Hab ja nun mal auch einen eigenen. Wo ich mich dann auch frage, wenn 5M das wirklich macht und das wirklich hinkriegt. Angeblich soll es ja im Dezember soll es ja schon soweit sein, wenn alles läuft. Ob man dann diese ganzen Sachen auch machen kann. Kann man diese ganzen Stores benutzen? Kann man Poker spielen? Kann man in Saloons und alles rein? Da bin ich wirklich schon gespannt. Also das ist... Neue ist schon wieder so eine Ecke, die nicht hier ganz so ne, ist. Aber da haben wir ja Gott sei Dank hier unsere Polizei, die da ist. Kirche. Ich weiß auch gar nicht, ob hier alles so halbwegs frei betretbar ist, dass man jetzt zum Beispiel in die Kirche rein kann. Weiß ich zum Beispiel gar nicht. Wir können eigentlich mal gucken. Das würde mich wirklich mal interessieren. Kann ich den hier eigentlich auch... Ne, da springt er so drauf. Ich dachte, wir hätten vielleicht Feste machen können. Aber wir können ja wirklich mal eben gucken, ob man hier in die Kirche rein kann. Das kann ich mir jetzt zwar eigentlich nicht vorstellen, aber es wäre natürlich extrem cool. Hello, Sir. Jo, immer. Hallo. Nein. Er versucht zwar reinzukommen, aber es klappt nicht. Hello, Sir. Hello. Ist alles so freundlich in der Stadt auch. Sollten sich einige Leute heutzutage wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Heute darf man ja schon niemanden mehr freundlich angucken oder auch gar grüßen, wenn man ihn nicht kennt. Dann ist man ja gleich, was weiß ich was. Da wird man ja angeguckt, als ob man ein Monster wäre. So normale Höflichkeit heutzutage, das kennen die meisten schon gar nicht mehr. So, pack mal das Gewehr wieder weg. So, mal ein bisschen schneller unterwegs. Und wir müssen natürlich zusehen, weil das Gold geht natürlich auch irgendwann mal zur Neige. Wir haben uns natürlich jetzt auch ein bisschen was gekauft. Müssen wir natürlich auch sehen, dass Geld reinkommt. Aber wir können natürlich jetzt auch jagen und alles und können dadurch natürlich auch Geld machen. Und natürlich auch auf die ein oder andere Art und Weise Geld machen. Das kennen wir ja jetzt schon. So. Und du wirst ja bestimmt mein Pferd nicht anpacken. Wenn doch, setze ich dir einen zwischen die Augen. Da kannst du mal Gift drauf nehmen. So, wir haben jetzt noch 16 Goldbarren und $12,92. Gucken wir doch mal, was wir hier alles haben.
So, Vorräte, Tonika, Munition, Jagd- und Angelzubehör, Pferdepflege. Pferdepflege muss natürlich auch sein, das ist sehr, 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 sehr wichtig, weil wir haben nun mal halt auch ein Pferd und da muss man sich natürlich auch mal ein bisschen drum kümmern. Pferdeerwecker, da haben wir, glaube ich, einen von. Da werden wir aber, glaube ich, mal noch einen von holen. Pferdearznei, stellt die Gesundheit deines Pferdes komplett wieder her und verstärkt sie ein wenig. Dann nehmen wir auch mal einen von. Starkes Pferdestimulanz. Stellt die Ausdauer deines Pferdes. Okay, das lassen wir erstmal. Das ist erstmal so das Wichtigste. Vorräte. Konserven, frische Lebensmittel, Trockenware, Alkohol, Tabak. Tabak. Mhm. Ja, so ein richtiger, ein richtiger Cowboy muss sich auch ab und an mal eine beefen, weißt du? Das ist einfach so. Das muss sein. Deswegen gekauft. Muss sein. So. Kentucky Bourbon. Fügt dem Kern deiner Gesundheit ein wenig Schaden zu, füllt die Kerne von Ausdauer und Dead-Eye aber etwas auf. Ja, das kennen wir ja schon. Aber Bourbon haben wir, glaube ich, schon. Oder sagen wir eher, haben wir noch. Frische Lebensmittel. So, haben wir mal Äpfel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Man kennt das ja. So, gesalzene Innereien. Ja, das kannst du auch selber essen, hör mal. Ganz ehrlich, das kannst du auch selber essen. Zartes Schweinefleisch. Okay, haben wir auch ein bisschen ein Stück Käse. Okay. Gesalzenes Rindfleisch. Füllt den Kern deiner Gesundheit wenig auf und Detta etwas auf. Ja, okay. Abgehangenes Wildfleisch. Das ist natürlich alles sehr, sehr teuer. Haben wir da noch mehr? Da haben wir natürlich noch mehr. Brötchen. Auszeichnung Handel. 10 Verbrauchsgegenstände. Okay, alles klar. Süßigkeiten. 3 Dollar. Ja, ihr habt doch wohl einen am Huppen. Das glaubt er ja wohl jetzt selber nicht. Ich zahle keine 3 Dollar für Süßigkeiten immer. Da hole ich mir lieber für 2 Dollar mehr ein Stück Fleisch. Da haben wir mehr von. Also ein bisschen Käse können wir auch mal nehmen. So, jetzt haben wir aber nur noch 52. Kann ich hier auch mit Gold kaufen? Nein, kann ich nicht. Ihr Schweine. Gut. Dann haben wir aber auf jeden Fall erstmal ein bisschen was. Muss ja nun mal auch mal sein. Weil Vorräte brauchen wir. Oh, ich guck später noch mal rein. Dankeschön. So. Ich wollte gerade sagen, du kommst doch wohl mit deiner Kutsche da vorbei. Mich triggert's ja doch schon hart. Ich bin ja noch nie in einem Saloon so wirklich drin gewesen. Das war jetzt natürlich wieder falsch. Wollen wir mal M drücken. Ich würde ja doch gerne mal in so einen Saloon rein. Gut, dann machen wir jetzt auch mal. Sehen uns mal einen Saloon an. Vielleicht kriegen wir ja sogar für 50 Cent noch irgendwie, was weiß ich, was zu trinken. Wir gucken mal ein bisschen komisch. Naja. So. Oh, da ist der Zug wieder unterwegs. Schneller hier, genau. Hello. Oh, diese hier, ey. Sie ist ja kaum was. Einladung zu einem Free-Roam-Event. Narrengold. Okay. What are you waiting for? Nix mehr. Aber hier kann man, glaube ich, sein Pferd feste machen. Pferd anbinden, genau. So, dann werden wir jetzt in den Laden mal reingehen. Bin ja mal gespannt.
Yes, indeed. Das sieht ja mal richtig schnieke aus hier drin. Das ist ja Wahnsinn. Was gibt's denn hier, feines guter Mann? You know me, trying to be good in the world. 50 Cent für ein Bier. Ach komm, da kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Also ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, dass das teuer ist. Ja, heute kostet ein Pilzken wirklich ein bisschen mehr. Da musst du, na, ein bisschen zivilisierter könnte es aber auch sein. Schmeiß die Pulle einfach weg. Sieht auch aus. Na, er ist gut am Futtern. Ah, da kommen sogar andere wieder rein, okay. Was kann man ja genau machen? Gucken wir mal nach oben gucken. Howdy, big boy. Do you wanna have some fun? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, Mädchen. Na, 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 hier wieder Schweinereien hier, du. Darf man hier durch oder macht er dann... Ne, er macht kein Theater. Ich dachte jetzt eigentlich erst, er würde Theater machen. Ein Telefon. Ich glaube es nicht. Dir ist jetzt heiß. Während dir heiß ist, leert sich der Kern deiner Gesundheit schnell. Wechsle deine Kleidung, um dich wieder abzukühlen. Ja, ist okay. Dass aber auch keiner was sagt hat, wie das jetzt hier, dass wir hier jetzt so rumstraucheln, das ist ja, ne? Das ist abgeschlossen. Echt nicht schlecht. Er gibt auch alles. So, Kinder, wie sieht's denn hier aus? Kann man hier... Du kannst es dir nicht leisten, dich für 5 Dollar reinzukaufen, okay? Also braucht man 5 Dollar dafür. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. Frage ist natürlich auch, man hat ja nun mal halt jetzt das Gold. Kann man das irgendwie beim Hehler auch irgendwie, weiß ich nicht, umtauschen oder so? Das ist doch zum Beispiel jetzt ein Hehler. Kann man bei dem vielleicht irgendwie Gold zu Geld machen? Man weiß es ja nicht. Können wir mal ausprobieren. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Gucken wir doch einfach mal. Mal auf jeden Fall mal gucken. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall mal jagen gehen. Weil wir wollen natürlich auch zusehen, dass wir unser Geschäft zum Laufen kriegen. Wenn wir da ja jetzt schon das Geld für ausgegeben haben und natürlich auch diesen Wagen besorgt haben, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir da jetzt mal wirklich mit anfangen. So, oh, ein bisschen schneller hier. Sonne, Hilfe! Ich bin blind. Mein Gott. Alten Lachs. Buongiorno. So. Good morning, Mister. Aha. Hier soll jetzt also der Hehler sein. Gut. Fragt sich jetzt nur. Morgen.
jetzt nur wo. Hier die Tür oder was? Hat der noch irgendwo anders einen richtigen Eingang? Da müssen wir mal eine Guckung machen. Hier vielleicht rein. Ah, Monsieur, welcome. Aha. Come in. Cripps Handelsgesellschaft. Alte Weißgut und Karte. So, ja, ja, das können wir ja. So, guter Mann. Was können Sie denn jetzt. So, hier können wir nämlich jetzt kaufen und verkaufen. Dann gucken wir erstmal bei Verkaufen, was wir da machen können. Hm, sure. I'll take a look. Ah, das ist auch sehr gut, weil wir haben ja die. Die Sachen aus der Schatztruhe. Die können wir ja sowieso mal verkaufen, weil da haben wir ja sowieso nichts von. Goldzahn. $1,25. Ja, jetzt, ne? Hm. Eine Halskette $1,50. Oh, egal, so Bombenpreise, Vetter, ne? Eine einfache Kette mit einem hübschen blauen Edelstein. Why not? Naja, okay. Taroka, oder? Da kriegt man aber viel für. Okay. So, der Ring kann auf jeden Fall auch weg. Das kann auch weg. Nee, das natürlich nicht. So, das war's. Oh, $8. So kann man doch eigentlich nicht meckern. Frage ist jetzt natürlich, was kann man bei dem guten Mann denn kaufen? Würde mich mal interessieren. Aha. Aha. Lanziermesser, Bowler, Dynamit, Brandsatz, Wurfmesser, Kriegsball, Schlachterball, Tomahawk, Machete. My friend, du... Das ist ja hier... nicht schlecht. Da weiß ich ja, wo man das nächste Mal hingehen muss, wenn man mal etwas besondere Sachen braucht. Tschüssen. Wir sehen uns. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, auf jeden Fall haben wir $8. Das passt auf jeden Fall schon mal wieder. Ja, also, ja. Und ja. So. Dann haben wir das also auch schon. So krass, wie viel es auch wirklich gibt, was hier alles so passiert. Guten Morgen to you. Das ganze wilde Treiben in der Stadt, wirklich, dass die alle hier rumlaufen und alle irgendwas machen. So, steigen wir mal auf. Wir sollten auf jeden Fall mal zum Camp zurück. Good morning to you. Yeah. Hey, look out. Oha. Ohohoho. Das ist natürlich mitten in der Stadt schon so eine Sache. Und hier auf den Hauptstraßen geht es jetzt. Nach vorne.
vorne gerade schon abbiegen müssen, aber ich glaube, das können wir hier vorne gleich auch nochmal. Eine fremde Person bittet um Hilfe, halt in der Nähe gedrückt. So einfach mal. Yes, thank you. My cousin Philip, he took to the cemetery some time ago to pay respects to his late wife, but it's been some time and do you think you could go look for him? Maybe bring him home? We'd be ever so grateful. Okay. Well, should I look for other help or will you do it? Please say yes. Oh, good. Huh? That's a relief. Now hurry. Last time I saw him, he was headed to the cemetery. Bring him home to us, please. Bring die fremde Person zum Zielort, um die Belohnung zu erhalten. What are you waiting for? You know where it is, I'm sure. Ja, dann machen wir das so einfach mal. Das ist jetzt interessant. Und hoffen wir jetzt ganz einfach mal, dass es da jetzt nicht gleich böse Ärger gibt. Diesem Gelände. Okay. Kommen wir da rein? Können wir mal in Deckung gehen? Das wäre super klasse. Danke. Muss natürlich auch auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Geld bringen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, weil die werden bestimmt auch wieder Kohle dabei haben. Na komm. You
glaube, den hat es noch dahin gerafft. So, Kinders, jetzt will ich ja mal hoffen, dass hier mal ein bisschen Kohle rankommt. Ein Goldzahn ist auch gut. Nehmen wir. Arznei auch nicht verkehrt. Befreien wir sofort. Ich will nur mal eben kurz... Ja, moin. Thanks. They jumped me while I was paying my respects. Bastards. Listen, I'm staying with my cousin over in one of their mansions. Think you can take me there? Ja, beweg dich, komm. What was they anyway? Some damn militia? Zurück ist ja gar kein. Ah, der hatte noch was Besonderes dabei. Bleibt er denn wieder? Da kommt er. Hello? Hey there, mister. Didn't know we was all working half shift. So, dann bringen wir den guten Mann nochmal zurück. No, just catching my breath. Hello. Shit. So, dann wollen wir jetzt natürlich auch mal hoffen, dass wir jetzt nicht gleich noch irgendwie Theater kriegen. Jetzt mal nicht hoffen. Dann geben wir, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen Gas, damit wir schneller weg sind. Jo! How far now? Thanks. Glad you got me out of there before I let my anger get the better of me. Mission abgeschlossen. All the best to you. Ja, aber immer doch. Habe ich doch gern gemacht. So, das sieht doch schon wieder ganz anders aus. Da haben wir doch schon mal wieder ein bisschen Tatas gemacht. 575 EP haben wir auch schon. Das ist auch gut. Klasse Sache das. So, dann glaube ich, werde ich mich jetzt aber mal auf den Weg... ins Lager machen und dann werden wir in der nächsten Folge mal eine Runde jagen gehen. Das, ja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall erstmal aufs Lager, auf den Weg ins Lager. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich da bin. Deswegen denke ich mal, höre ich jetzt hier auf. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn ja, Daumen hoch. Kennt ihr ja, Kommentar wäre auch wieder super. Auch wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, sonst irgendwas habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Gehe ich gerne drauf ein. Gar kein Thema, machen wir. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge Red Dead Online. Macht's gut!